HSV 2 gegen St. Pauli 2, der Tabellensiebte der Regionalliga Nord gegen den 11. Und wir werfen ein Auge auf Hamburgs Nachwuchshoffnung Dren Feker. Im Januar vom HSV mit einem Profivertrag ausgestattet, will die Nummer 13 für Furore sorgen. Beide Teams sind darauf bedacht, keine Fehler zu machen. St. Pauli versucht's mit einem Standard, doch von einem Tor sind wir hier noch ein gutes Stück entfernt. Auf der Gegenseite wird Park unter Druck gesetzt, Jatta mit dem Ball gewinnen. Der zieht in den Strafraum, wird gestoppt, aber der Pfiff bleibt aus. Und wir sehen, Fehlentscheidung, St. Pauli mit einer gehörigen Portion Glück. St. Paulis Jan-Marc Schneider tankt sich durch den Hamburger Strafraum. Tom Mickel braucht aber nicht einzugreifen. Die Braun-Weißen mittlerweile mit zwei verletzungsbedingten Wechseln, aber langsam im Vorwärtsgang. Nico Empe mit der Chance und von der träumt er heute Nacht noch, versprochen. Die zweite Halbzeit beginnt chaotisch. Carolus bringt Neudecker zu Fall. Schiedsrichter Vogt zögert nicht. Rot, der HSV nur noch zu zehnt. Den Elfmeter tritt Jan-Marc Schneider. Mickel springt in die falsche Ecke. Die Kiezkicker gehen in Führung. Schneider aus der Jugend des HSV bringt Pauli in Front. Die Rothosen wollen sich das nicht gefallen lassen. Spielen befreit auf. Pora sieht Gilian Jurcher. Mit viel Tempo geht es beim HSV über die Außen. Jurcher lässt Sobotta da ganz alt aussehen. Und der trifft. Der Wahnsinn. Wie Arjen Robben zieht Jurcher da nach innen. Keeper Jonas ohne Chance. Der HSV gleicht aus. Und auch Jurchert hat Erfahrung mit dem gegnerischen Team. Der quirlige Rechtsaußen entstammt der Jugend des FC St. Pauli. Und die Rothosen haben noch nicht genug. Ecke Finn Porat, auch der hat schon Bundesliga-Erfahrung. Der sieht Dren Feker und der fackelt nicht lange. 2:1. Aus knapp 25 Metern hält der Bad Oldesloe einfach mal drauf und trifft unwiderstehlich. Kein Wunder, dass selbst Benfica Lissabon bei dem 19-Jährigen angefragt haben soll. Und der HSV immer noch mit Offensivdrang. Das ist Jatta. Der ist schnell. Der ist schneller als sein Gegenspieler. Zieht vorbei. Zieht drauf. Aber das 3:1 will nicht fallen. Nur noch wenige Minuten zu spielen. Pauli mit der Brechstange. Und da ist Conte. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Ein unfassbar präzises Zuspiel auf Conte. Und der mit einem mustergültigen Flugkopfball. Mickel kommt nicht mehr dran. 2:2. Was ein Spiel. Dieses Tor dürfte dem 20-jährigen Deutsch-Ghanesen wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Der HSV wechselt, will den Punkt jetzt sichern. Dren Feker geht raus und hinterlässt ein Tor der Marke Weltklasse. Bei solchen Leistungen dürfte auch Markus Gisdol hellhörig werden. Und der HSV hat noch eine Chance. Miserable Abstimmung in Paulis Abwehr. Der eingewechselte Enes Kütsch. Beinahe noch das 3:2. Und dabei bleibt es dann auch. Der Hamburger SV erkämpft zu zehnt ein 2:2 in einem zum Glück friedlich gebliebenen Derby.